Hallo und ein herzliches Willkommen hier auf unserem Kanal Schneckchen und Logira im Koop bei Empyrion Galaxy Survival. Seid grüßt, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Extra ist natürlich auch dabei, nicht nur das Schneckchen und Logira. Genau. Ja, wir haben kurz im Offscreen ein bisschen Sauerstoff durchlaufen lassen, damit es nicht ganz so langweilig wird für euch. Und haben so ein bisschen Essen und können jetzt quasi weiter mit Ressourcen machen, oder? Jetzt können wir weiter Ressourcen machen, genau. Dann würde ich nur... Sauerstoff ist jetzt erstmal gesichert. Ja, würde ich sagen, ich mache mal direkt zwei Motorrad... Was brauchen wir denn dafür? Kohlenstoffsubstrat. Haben wir hier drin. In dem, ja, mache ich in dem Constructor jetzt mal eben... und da bist du gerade drin. So. Jetzt kannst du rein. Mache ich mal direkt zwei Bausätze hier für Motorrad. Dann können wir eigentlich noch eine Runde farmen, oder? Ja. Essen, trinken, noch einmal durchlaufen und dann können wir uns aufs Motorrad einpacken, aufs Motorrad schwingen, wenn wir genug haben. Und mal eine Runde abfahren, damit wir uns ein kleines Eckchen für die Base zusammenbasteln. Das ist richtig, aber wir müssen, glaube ich, noch einen Scanner machen, kann das sein? So ein Erz-Scanner? Nee, ist, hast du im, das ist, was du liegen lassen hast. Guck mal im ersten Constructor. Da müsste okay, der Erzscanner, ja. Habe ich dir reingelegt, mit Taschenlampe und dem Multitool. Taschenlampe überbewertet. Ich wollte es ja nur gesagt haben. Ja, mal den Schutzanzug. So. In den ersten Konstruktor. Taschenlampe, Detektor, den meinst du, den müssen wir nehmen, genau. Genau. Oh, gleich zeigt er hier rote Sachen an. Ja, sehr gut. So, und noch mal ein bisschen Holz. Nehmen wir uns mal noch Sauerstoff gleich mit, wenn ich hier schon mal bin. So. Zwei, drei. Und jetzt komme ich zu dir. Du bist hier hoch. Ich bin hier hoch. Ich sammle einfach nur alles an Ressourcen, was ich noch finden kann. Was ist da? Ein bisschen, um die Zeit zu überbrücken. Ach, ein Flugtier. Ich dachte schon. Was kommt hier angelaufen? So, die Ecke ist abgegrast hier. Ich glaube, hier ist auch jetzt nicht mehr allzu viel, was wir farmen können. Hä? Eigentlich auch schon mal. So. Ganzen Protein. Hier noch was. Level 4. Kupfer. Kupfer habe ich hier auch noch mal. Hier unten sind, glaube ich, Gegner. Hier, glaube ich, ist eine Erzader. Kann das sein? Hier vorne. Was? Musst du einmal einen Scanner tickern? Ne, ist was anderes. Aber ist, glaube ich, irgendwas, was wir aufsammeln können. Ah, da. Muss nur aufpassen, weil hier irgendwelche Gegner, glaube ich, sind. Ja, aber dann könnten wir Fleisch, ne? Das könnten wir eigentlich auch. Ich weiß nicht, wie aggressiv. Oh, da ist ein Golem, glaube ich. Ich weiß nicht, wie. Wie effektiv die, Das ist ein Golem, ja. Wie effektiv die sind? Weiß ich auch nicht. Und die Würmer, die sind da so groß. Die... Hier ist ein Golem. Level 3er. Ah, oh, ich muss Damage anstellen. Warte, ich bin auf dem Weg. Verteidigungsmodus? Ja, komm. Ach, komm. Langsamer. Geht's nimmer. Ja. Jawohl, ja. Oh ja, da ist Erz drin. Gut, dann gucken wir mal, ob wir den auch... Rotemium-Erz, ja. Den machen wir auch.
Wüstenwurm groß. Aber der hält nicht ganz so viel aus wie der Golem. Das ist schon mal gut. Okay, perfekt. Einmal Fleisch. Komm, machen wir die anderen auch platt. Dann haben wir direkt ein bisschen Fleisch, oder? Ja. Oh, der ist stinkig. Der kam direkt schon angerannt. Hallo, Großer. Sind die Mutierten von der Nachbarsfamilie. Jawohl, ja. Na, läuft doch. So. Hier vorne ist auch noch ein zerstörter Shelter, den können wir uns ja später mal angucken. Da drüben habe ich schon, da können wir mit dem Motorrad dann gleich rüberfahren, oder? Ja. Vielleicht können wir, da unsere Base einrichten. Dann haben wir nicht ganz so viel zu bauen. Also die Behelfsnotbase, die erste. Klingt nach einem Plan. Dann haben wir nicht ganz so viel aber hier ist noch Strukturen schön zu bauen. Pflanzen. Ja, das machen wir, ja. Hier ist auch eine Base. Sehe ich gerade. Okay. Wollen wir wieder zurück? Ist wieder weg? Ja, würde ich sagen. Dann fahren wir, packen wir ein und fahren dann mal die beiden Dinge ab und gucken, welche wir uns einrichten, oder? Ja. Ah, was ist hier? Eine Spinne. Kommst klar? Ja, sie flieht vor mir. Ja, pass auf, die dreht wieder um. Ja. Hab sie. Machen wir direkt mal Bandagen. Und Riegel mache ich auch noch im Pack. So. Ich gehört, wo bist du? Hier oben. Über hier? Hier. Ja. Okay. Hier sind irgendwie, links sind noch irgendwelche Roboter. Na komm mal hin. Ja, festgebackt. Fest. Aua, aua. Entschuldigung. Schneckchen hat auf mich geschossen. Sabotage. Du bist mir ganz klein. Ja, klar. Ich bin in den Strahl gelaufen. Genau. Das klingt irgendwie falsch. So. Das Erz nehme ich auch noch mit. Natürlich mit dem richtigen Modus. So. So. Ey, wie schnell bist denn du? Naja, mit Shift läufst du ein bisschen schneller. Ich drücke auch die ganze Zeit Shift, aber bin ich so am Bummeln oder so? Ja. Bin halt die Turboschnecke. Das ist ja Wahnsinn. Naja, ich bin gleich schnell. Hä? Mhm. Wo sind sie denn? Das habe ich mich auch gerade gefragt. Hä? Da sind sie. Das war nicht auf der Karte angezeigt, Schatzina. So. So. Dann würde ich sagen, die Motorradbausätze sind fertig. Dann baue ich die direkt zu Motorrädern zwei Stück. Zack, zack. Kohlenstoff raus. Benzin raus. Nimm mal das Essen raus. Ich pack mal den Konstruktor leer. Dann können wir den einpacken. So, ja. Bei dem anderen Konstruktor meinst du? Ne, der ist ja weg. So, der macht keine Motorräder, ne? Doch. Ah, doch, die sind schon drin. Alles klar.
So. Ich hab mir eins schon genommen. Jeppa, dann Essen habe ich auch raus. Ich unsere Geräte ein. Wie sieht dein Sauerstoffgehalt aus? Ja, ich muss jetzt gleich, gut, dass du mich dran erinnerst. Ich muss jetzt gleich Sauerstoff nehmen, aber ich habe auch genug Flaschen, also ich habe jetzt alles mal eingepackt, packe ich gleich wieder aus. Hast du noch genug? Ja, ich bin fast voll noch. Also ich bin jetzt auch wieder voll. Den Konstruktor, der leer ist, den nehme ich jetzt schon mal mit. Genau, dann nehme ich mir jetzt das Motorrad raus, dann packe ich den auch ein, das Heizgerät. Ja, habe ich. Habe ich? Hast du ja auch. Gut. Okay, dann würde ich sagen, ja, dann fahren wir mal fahren wir mal zu dieser Behelfsbase dahin, oder? Ja. Wo war das denn jetzt? Also Obelisk? Hier direkt vor. Da, Obelisk. Genau. Und links daneben ist noch einer. Ja. Aber wir können ja erstmal Obelisk. Die jeweils andere können wir ja dann irgendwann mal abbauen. Ja. Gucken wir uns die mal an. Das sieht ja schon gar nicht schlecht aus hier, oder? Ja. Jo. Das ist die Rückseite. Und da ist auch ein Kern drin. Da müssen wir irgendwie anders rein, weil da ist auf jeden Fall ein Kern drin. Ja, ich will hier andere Seite. An andere Seite kannst du rein. Ich hoffe nur, ich kann den kaputt machen hier mit dem. Nee. Nee. Da brauchen wir richtige Waffen. Aber hier ist eine Quest. Okay, da kümmern wir uns gleich drum nochmal um die Quest. Gut, dann können wir, deshalb können wir hier nichts abbauen, glaube ich. Dann lass uns mal zu der anderen fahren. Ja. Gucken, vielleicht haben wir da ja mehr Glück. Hast du auch, ich habe irgendwie einen Grafikbug irgendwie hier. Okay, nee. Das schätzt jetzt normal aus. Okay, der hat bestimmt auch einen Kern drin. Nee, der hat keinen Kern, glaube ich nicht. Da ist keine Türe drin. Der hat keinen Kern. Okay. Ne, ja. der hat keinen Kern hier. Den müssen wir nur zubauen. Also ist jetzt die Frage, bauen wir die jetzt zu oder bauen wir uns eben was anderes? Ich würde sagen, wir können den hier einfach stehen lassen, oder? Und bauen uns da was rein. Oder bauen wir uns was anderes? Ich meine, ein Vorteil hat das ja, wir müssten ja hier nur die Blöcke austauschen, ne? Ja. Aber ich kann nichts abbauen hier. Ah, doch. Ja, dann würde ich sagen, Ich stelle die Konstruktoren hier wieder auf. Ja, genau. Wir nehmen einfach das und das andere drüben. Das können wir ja bei Gelegenheit abbauen, wenn wir genau Waffen dann haben. 7. Heizgerät. Genau. Wasser. So. Dann habe ich hier noch einen Konstruktor. Den stellen wir hier hin. Also ich habe ganz schweren Grafikbug hier. Irgendwie. Mir ist noch alles normal. Okay, ich hab. Weißt du, als wenn ich einen Schattenfehler hätte. Ich hab immer. Ja, schwarze Flecken. Ganz, ganz komisch. So, die laufen auch schon mal. Das ist gut. Dann kann ich den Konstruktor hier voll machen mit den Klamotten. Hast du Zugriff freigegeben bei allen? Ja, ne? Müsste gucken, kontrollieren nochmal eben.
der eine, der Konstruktor, glaube ich, den musst du noch. Ja, yep. Ist frei. Ja, jetzt geht's, ja. Dann mache ich hier mal, Dankeschön, mache ich hier mal die ganzen Ressourcen auch rein. Ja, und dann würde ich sagen, wie machen wir das? Stellen wir Betonblöcke her, oder? Ja. Oder haben wir, Betonblöcke, würde ich sagen, ja. Ja. Und dann bauen wir die kaputten Dinger ab und ersetzen die einfach durch die Betonblöcke. Genau. Also alles, was wir hier offen stehen haben. Mit dem Grafikbug können wir ja gleich mal gucken, dass wir den wegkriegen. Ja, sonst logge ich mich gleich einmal, wenn wir nächste Folge machen, einmal aus und wieder ein. Also das ist jetzt nicht so dramatisch, aber ist mir halt gerade aufgefallen. Der kann stehen bleiben, der kann stehen bleiben. Die müssen noch weg, ne? Damit wir da einen hinsetzen können. Genau. Ah, sehr gute Idee, mit der Drohne das zu machen. So. So, Dach können wir lassen. Das hier noch weg. So, so sieht das schon gar nicht so schlecht aus, ne? Ja. Fenster bleiben drin, da muss einer rein. Da bist du. Hier ist sonst alles fertig. Dann bastel ich gleich uns auch noch einen Kern. Ja. So, gut, dann, zup, dup, dirup, dup. So. Blöcke. Wie viel braucht man denn dafür hier? 10 Stahlplatten für einen Block, okay. Ja, gut. 10 Stahlplatten? 10 Stahlplatten für einen Block. Okay. Ich versuche jetzt. Können wir aber im Konstruktor machen, ne? Ja, ja, können wir im Konstruktor machen. Ich mache jetzt mal Betonblöcke, weil Stein kriegen wir ja relativ easy zusammen, oder? Denke ich auch, ja. Dann können wir die Stahlplatten für was anderes lassen. Genau, und bei den anderen Konstruktor. Da ist noch gar nichts drin im anderen. So. So. Halt, ich muss jetzt nur den Kern machen. Da brauchen wir jetzt Computerglasfaser. Ja. Machen wir jetzt einfach mal ein paar Sachen herüber. Lithium-Erz, so. Kupfer-Erz. Die laufen auch, perfekt. Die laufen auch. Ja. Kern bin ich gerade machen. Supi. Da sind schon 17 Blöcke fertig. Soll ich schon mal, komm, ich nehme die raus, dann fange ich schon mal an zuzumachen. Ja, klar. Zack. Also hast du so einen schwarzen dreieckigen Schatten, der immer vor dir her springt? Ja, oder? Genau. Ah ja, jetzt sehe ich ihn bei mir auch. So, ist zwar nicht schön, aber selten jetzt, ne? Ja, irgendwo im Sand halt, ne? Ja, ich habe den überall jetzt mittlerweile. Das fing an im Sand. Und jetzt habe ich ihn mittlerweile
Überall hier. Also egal, wo ich hinlaufe, selbst in dem Häusle. Ja, das fängt bei mir auch an. So, die Butz ist zu, der muss noch weg hier. So. Würde ich sagen, ich setze den Kern gleich ein und dann... So. Haben wir's. Haben wir's erstmal, ne? Es sieht zumindest so aus. Hi. So. So, soweit. Setz dich hier in die Mitte, wo du drauf stehst. Ja. Gut. Dann. Könnt ihr da auch noch eins tiefer machen? Stopp ich die mal? Da müssen wir eben gucken. Kann ich schon eine Türe herstellen? Gepanzerte Automatiktüre. Davon machen wir mal eine. Einen Block muss ich dir eben stibitzen. Ja, Moment, ich gehe sofort raus. Einen Moment. Zur Hälfte ist die Türe fertig. Moment, Moment, Moment. Da sind 23 Blöcke. Ich habe alle wieder reingelegt. So. Türe haben wir. So. Mal im Gucken hier, Türe gepanzert, luftdicht. Ja, wunderbar. Mal die nach außen, oder? Das geht gar nicht, müssen wir nach innen machen. So. Zack, so, Türe ist auch drin. So, jetzt der Kern. Na. Home sweet home. Ja. Block drüber. Basis. Wo habe ich sie? War das hier mit der Basis? Ich glaub, den müssen wir auch noch. Den müssen wir auch noch durch einen luftdichten Block hier ersetzen. Jetzt, da haben wir's. Ach so, du musst auch umschalten auf alle. Ich kann die Struktur nicht wegnehmen. Hauptbereich. Kannst du jetzt wegnehmen? Jetzt kann ich, ja. So, ja. Hast du noch Blöcke dabei? Ja, habe ich. Setz noch. Mal, ich guck mal hier an dem Bett. Zwei Stück. Einen oben, einen unten. Damit dahinter, wir da, hinter, ja. Hinter dem Bett kannst du. Ja, damit wir da luftdicht haben. Das ist luftdicht, hier ist luftdicht. Das ist zu. Decke haben wir auch zu. Decke ist auch zu. Ich guck mal. Naja, wir brauchen einen Ventilator, das ist mir klar. Warum habe ich. Ach, radioaktiv. Ich bin hier radioaktiv irgendwie. Ich brauche was gegen Radioaktivität. Irgendwie bin ich verstrahlt, ich weiß nicht warum. Ja, irgendwas strahlt da. Wahrscheinlich ist das, kann das der Kern sein, der, ne? Ne, eigentlich ne. Antibiotische Salbe, da. Da brauchen wir. Oder ist das das Wetter? Kann das Wetter sein auch, ja? So, okay, wir brauchen auf jeden Fall einen Ventilator. Ventilator, CO2-Station, Generator. Ja, dann würde ich sagen, kümmern wir uns in der nächsten Folge drum. Würde ich auch glattweg so sagen. Ich versuche nur mal eben hier mal eben meinen Gesundheitsstand. Okay. Gut, ja, dann sind wir durch mit der Folge für dieses Mal, oder? Base ist gebaut, Grundsteine sind gelegt. So sieht's aus. Dann, liebe Leute, ja. Verabschieden wir uns von euch. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuschauen und wünschen euch natürlich wie immer einen schönen Tag, schönen Abend oder einen schönen guten Morgen. Je nachdem, wann ihr die Folge gesehen habt, bleibt uns gesund und auch gewogen. Und wir hoffen, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Euer Dexter und euer Schneckchen. Genau. Bye, bis bye. Dann.